Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2. Nachdem wir Nachdem wir jetzt vor kurzem richtig verloren haben, also Geld verloren haben, ist es jetzt an der Zeit, ein bisschen Gold zu schaffen. Was haben wir gesagt? In Vanoverpool. Das ist da unten. Wenn wir ein bisschen Holz hinbringen. Ja, das Spiel habe ich noch immer nicht verstanden. Ich grübel noch immer danach, wie dieses Spiel da wirklich gespielt wird. Ich tue mir echt noch immer schwer. So, da habe ich erstmal gut Geld gemacht. So, da habe ich erstmal ein bisschen was an Geld wieder reingebracht. Gedacht, ich könnte es gewinnen, aber nein. Können ja mal kurz reinreiten, gucken, wer nach meiner Hilfe sucht. Da hinten der Dude. Ja, nimm mal ein Schwert, der Dude. Ist ja ganz hinten. Also ich würde gerne mal so einen einfachen Auftrag haben, wo ich jemanden verkloppen kann. Aber den bekomme ich ja nicht. Kann ich absteigen, bitte? Das war doch... Nicht doof. Ach, das war V. Okay. Wer von euch war das? Der hier. Ruine von der... Okay. Ich kann das jetzt aufräumen gehen. Da ist das Versteck. Ich würde es aber machen. Und dann gönnt sich ja sonst nichts. Der hat mir aber fast nur Bogenschützen gegeben. Ist auch egal. Nehmen wir die Bogenschützen mit. Okay. Oh, folgt mir einfach. Oh, aber das ist eine schöne Karte. Das kann ich nur sagen. Aua, der hat mich richtig gut getroffen. Nach vorne den Schild. Sehr schön. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt nicht getötet werden am Ende nochmal. Nur wegen eines dummen Fehlers. Schade, dass ihr keine Bögen dabei habt. Lass den mal kommen. Ordnung. Sehr schön. Hat er schön gegen mein Schild geworfen. Guter Mann. Ah, Treffer. Mach den kaputt. Folgt mir bitte wieder. Wir machen hier keinen Schabernack. Und dann töten wir die Leute richtig. Habe ich überhaupt jemanden verloren? Nein. Folgt mir erstmal, bevor ihr irgendwo reinstürmt. Und jetzt könnt ihr angreifen. Immer an so platt da drinnen.
Den hat's auch erwischt. Folgt mir erstmal. Nicht aufteilen. Los geht's. Rein da. Ist ein bisschen dunkel, aber rein da. Dafür sind wir hier. Um die Gegner wegzuknüppeln. Die haben hier Bögen rumliegen, okay. Alter, was für ein Höhlengang. Echt gut gemacht. Klar, ist ein Versteck, ne? Seeräuberversteck. Haben die sich versteckt? Ah, ihr seht ihr da vorne stehen. Und jetzt geht's erstmal voll aufs Fressbrett, Alter. Okay, der hat einmal eine Kusaid-Räuber kaputt gemacht, diese. Okay, wir greifen alle an. Hau drauf, hau drauf. Ich bin down, Alter. Alter, die vernichten uns einfach. Oder auch nicht. Nö, keine Chance. Alter, waren die stark. Die waren gegen Ende richtig madig. Ich meine, wir haben unsere Kahnwache nicht verloren, aber das war ja... Alter, mir gelingt heute gefühlt gar nichts in dem Spiel. Das ist ja echt heftig. Aber gut, ich hätte jetzt auch nicht die... Ja. Ich hatte nicht die richtigen Truppen. Welche Truppen, ne? Er hatte nur Bogenschützen dabei. Die hatten nicht mal ein Schild, kein gar nichts. Das ist halt so das Problem gewesen irgendwann. Ach, das ist so ärgerlich gerade mal wieder. So, wir greifen an. Ist wieder so ein Bug, ne? Weißt du, was wir machen? Wir waren tatsächlich das hier. Los. Los. Wir haben keine Bogenschützen. Greift einfach alle an. Ist egal. Als ob das jetzt noch so einen Unterschied macht. Sehr schön. Die Kusaid-Bauern sind aufgestiegen. Zu Nomaden. Ja, aber einen sturgischen Rekrut, der sich verbessert hat. Die werden automatisch sturgische Krieger. So. Pauschals bekommen. So, meine Güte. Gelohnt hat sich das jetzt nicht, ne? Kann meine Leute auf die hier nur loslassen. Infantry! Nee, so. Infantry! Cut them, hear me! Engage the enemy! Greif's einfach an, machst du platt. Oh, da war drauf. Ein Rekrut hat da jemanden wehgetan. Sehr schön. Der Arzt hat zugeschlagen. Sehr schön.
weiteren sturgischen Rekrut. Wir haben einen Reiter, wir haben einen noch besseren Reiter. Sehr, sehr schön. Es wird besser. Es wird gerade etwas besser. Gerade weil unsere Leute so ein bisschen aufsteigen und langsam mal ein Schild bekommen und so. Aber ich habe hier sonst keine Gegner. Was könnten wir machen? Die Gefangenen erstmal verkaufen. Bringen tun sie uns nicht viel. Wir können Sachen raushandeln. Ja, ich hab die von 5 Wein. Bisschen Fisch. So, wir holen uns unser Geld wieder. 17 Räuber. Da würde ich sogar drum kämpfen, die zu bekommen. Oh ja, jetzt gibt's eine kleine Schlacht. Ja. Das sind meine. Infanterie! Footmen! Gib dem kurz, lass sie mal vorlaufen. Warriors! On my flank! Kommt mal mit. Ich zeige euch mal, wie wir das machen. Unser Ziel ist es, einfach die Leute da anzuschießen. Spalten wir die gerade. Ja, die kriegen gerade mega oft das Fressbrett. Gut. War keiner von mir. Der war mir. Sehr schön. Einen Seeräuber haben wir zumindest. Und wir haben einen sturgischen Soldaten. Das ist ein Anfang. Ich würde die Nomaden rausnehmen, weil macht jetzt ab jetzt keinen Sinn mehr. Wir haben genügend Bogenschützen. Ich brauche andere Leute jetzt. Das hat sich mal gelohnt. Einer der wenigen Angriffe, die sich mal gelohnt haben. 1, 2, 3, 4. Genau, die will ich haben. Was soll man denn hier bekommen? Körperpanzer. Ein Nasenhelm. Das kann weg. Ich habe ein paar Fischharpunen bekommen. Käse kann ich verkaufen, guck mal. Wir warten kurz. Allen ein bisschen hoch. Also wir jetzt. Und gucken uns nochmal um. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Leute, die wir hier knüppeln können. Und das mit unseren Soldaten. Ich habe meine Nahkampfsoldaten kaum vorgeschickt und ich glaube, das war ein Fehler. Merke ich so im Nachhinein. Und wir können auch hier drüben bei den Bataniern gucken und so. Vielleicht finden wir da noch Leute. Uff. Umor, Alter. Wie häufig wir uns um Umor gestritten haben. Urik. Angreifen. Wir knüppeln die jetzt weg. Footman, hear me, hear me. Keep close. Na, kommt. Ui. Red Wind, was ist hier los? Kommen sie doch. Wir laufen so. Wir laufen so. Ich werde nicht sagen, dass sie auf die Nase bekommen, aber sie bekommen auf die Nase. Die Reiter erzeugen einfach so eine schöne Welle, das ist so hübsch.
Sehr, sehr schön. Und die sturgischen Rekruten leveln automatisch auf. So stelle ich mir einen Krieg vor. Gut, kriegen wir noch was hier? Oleg. Neretz ist Foley. Ich bin Alec und wer seid ihr? So. Clan Rang 1. Sein in den Verhältnis zu diesem Alpha muss mindestens bei minus. Clan Rang 2, okay. Ansonsten kann ich nichts mit ihm machen. Ich kann nichts mit Fürsten machen gerade. Das fällt mir gerade so schwer. Okay. Ein bisschen warten. Dem Turnier beitreten. Beitreten. Jawollo. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt mal. Dem habe ich ja eine reingezwirbelt. In der ersten Runde ist es immer Glück, mit wem man zusammenkämpft. Oh ja. Wenn wir das gewinnen würden, Alter. Da müsste schon sehr viel passieren. Ah, das tut schon weh. Na, komm her, Junge. Ui, der hat mich jetzt getroffen. Ach, da habe ich den. Komm her, Dude. Ah, wir haben es echt gewonnen, Alter. Okay, oh nein, Nahkämpfer. Okay. Oh Gott. Ah. Alter, was für ein Kampf. Wir bekommen Zorn der Winde. Okay. Haben sie sich aber auch gut ausgedacht. Habe ich keine andere Waffe? Nee. Wir haben uns echt... Alter.
Das Problem ist, wir kleben zu sehr aneinander gerade. Ich versuche mal jetzt zu den anderen zu gehen. In der Hoffnung, dass ich ein Pferd bekomme. Oh ja, der hat gesessen. Warte mal. Ja, hau ihn um, hau ihn um, hau ihn um. Ab aufs Pferd. Jawohl, ich hab's geschafft. Genau das, was ich wollte. Jetzt haben wir dem aber endlich den Schaden zugefügt, den wir wollten. Da ist er weg. Gurun gegen... Wo ist er denn da? Ach, Gurun. Sieger. Ich hätte jetzt wetten können, dass ich das gewinne. Aber es ist genau das, was wir gebraucht haben. Denn wir haben ein neues Schwert. Endlich. Zorn der Winde. Es ist ein bisschen... Es ist einfach viel wertvoller als unseres. Aber guckt euch das mal an. Waffenrang 4. Schwunggeschwindigkeit nicht so schnell, ne? Schwungschaden, aber dafür Stichgeschwindigkeit. Stichschaden ist höher. Länge ist höher. Handhabung ist geringer. Ich weiß nicht, was in dem Schwert besser sein soll. Ist mir aber auch egal gerade. Wir haben es gewonnen, darum geht's. Wie sieht's denn aus? Clanrang, fast. Fast da, wo ich den haben will. Ui, da wollen aber ein paar Leute zu mir. Dann gehen wir nochmal hier rüber. Winke, winke machen. Tavernenbezirk, Leute verkaufen. Es geht doch. Ich hätte wetten sollen, ne? Nach der ersten Runde kann es meistens gut gehen, aber das ist halt immer so das Problem. Zur Arena gehen. Wann findet der nächste Kampf statt? Das ist so meine Frage. Ich würde nämlich gerne, sehr gerne, Alvars Armee. Sind ein paar Seeräuber unterwegs. Gut, dann warten. Dann warten wir hier kurz. Wir gucken mal, was können wir denn einschmelzen da? Ja. Jetzt kommen die Leute. Jetzt kommt's. Was kann ich denn jetzt herstellen? Ich könnte eine bronzene Parierstange mitnehmen. Und ein längeres Schwert. Könnte ich machen, könnte ich machen. Jetzt ist mein Dude zu müde. Ich zerschmied's gleich wieder in die andere Richtung. Oh ne, wisst ihr was? Wir schmelzen das mal. Und da kommt's Zeug. Ne. Ist auch gar kein Wettkampf gerade, das ist okay. Und wir schmelzen. Das heißt, wir haben wieder mehr Möglichkeiten. Wir können ein schönes großes Schwert machen. Oh ja. Wenn ich das verkaufen würde, wie viel würde ich jetzt im Moment kriegen?
nichts. Und ich sag euch ganz ehrlich, mir ist es egal, denn ich brauch's nicht. Achso, haben sie Hartholz, ja, Mann. Gib mir Hartholz. Warte ein bisschen. Athletik. Fußruppen da von mir. Athletik. Ich gebe hier mal 2 Punkte auf Athletik, weil irgendwie scheint mein Dude da nicht so viel zu haben von. So. Schmiede betreten. Hier habe ich 2 hergestellt. Nichts bekommen ist nicht schlimm. So. Nee, ist noch kein Kampf, aber wir können weiterschmieden. Jetzt wird's eine Schmiederunde. Ach ja. Das ist egal. Das ist okay. Das ist das Schöne. So, die Klinge. Und wir haben ein neues Schmiedeteil bekommen. Je mehr wir erhalten, desto besser wird's. Okay. Ich frage mich, wie viel es wert ist. Das ist 240 wert. Endlich. So. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommen die ganzen Sachen langsam. Doch immer Stufe 1 Schwerter, ist aber so egal. Wir kämpfen gleich da drinnen. Wir haben doch keine neue. So. Jetzt kann man das gleich wieder zerlegen. Ich gehe aber jetzt erstmal in die Arena und trete ein paar Leuten in den Arsch. Oh nein. Also das könnte ich gewinnen. Hau auf ihn drauf. Jetzt habe ich ihn. Okay. Ich setze mal 150 auf mich. Scheiß drauf, Mann. Oh nein, ich bin der Typ. Ich hasse es, der Typ mit dem. Jetzt geht's hier im Kreis, oder was? Oh, meiner haut durch, mein Kollege. Ich habe einen guten Typen dabei. So, Kollege. Oh oh. Ich hab kein Schwert. Ich
Der eine Typ mit dem einen Pferd, Alter. Der haut mich immer um, leider. Oh, danke. Ich bin dir so dankbar. Komm weg. Da lag ein Pferd. Ich hab's Pferd nicht gesehen. Mit dem Pferd hätte ich halt gewonnen, ne? Mit dem Pferd. Ich hab das Pferd nicht gesehen. Dass da ein beschissenes Pferd lag. Naja, egal. So, dann gehen wir wieder in die Schmiede. Eine Ildklinge. Oh, das kann ewig dauern immer. Das Schöne an der Schmiede ist, wir können echt schaffen, hier weiterzukommen. Eine Ildklinge. Auch hübsch. Probieren wir es mal aus. Ich hätte gerne ein, zwei Griffe dafür. Im Gegensatz zu... Der hier, was sagt der Preis? Oh, die Ildklinge ist mehr wert. Um einiges sogar mehr wert. Wenn ich kein Geld habe, dann verkaufe ich eine Ildklinge, gefühlt. So. Ist ja klar. Ich hole mir so eine Ildklinge. Ah. Wie teuer wird die jetzt wohl sein? Ne, 314 Alter. Ein wenig warten, schmelzen und so weiter und so weiter. Aber es ist schön zu sehen, dass wir jetzt so langsam unsere Schmiede an Fahrt aufnimmt. So. Ein flacher Knauf ist gekommen. Wir haben noch eine Länge. Ein langer Griff. Guck mal, so kann ich mir die Klinge vorstellen. Jetzt bin ich gespannt, wie viel die bringt. 281, hätte ich nicht gedacht. Da war die andere besser. Apropos. Nein. Jetzt hätte ich mich jetzt wieder gekloppt mit den Leuten. So. Warte ein bisschen. So, dann machen wir wieder diese Klinge hier, ne? Ja. Mit langer Klinge. Wir haben einen breiten Knauf bekommen. Mhm. Könnten den hier noch versuchen. Ist aber nur länger, okay. Wie sieht's denn aus? Wie viel bringt denn die? Dann verkaufen wir die doch einfach mal jetzt. Und ein Maultier und ein bisschen Getreide. Und gehen instant auf die Suche gleich nach neuen Leuten. Es sei denn, in der Arena ist ein Kampf. In der Arena ist kein Kampf, okay. Aber man merkt, es geht jetzt in die richtige Richtung mit dem Schmieden. Ich habe mir jetzt nicht so viele Sachen geholt. Ich finde es gut, dass sie das jetzt so ein bisschen runtergeregelt haben. Dass man nicht sofort alles durchschmieden kann. Da war Ragnar. So. Okay, kann ich alles nicht machen. Wie sieht's dann aus?
Ich bin noch nicht gut genug für ihn. Ich muss wohl eine größere Truppe haben oder sowas. Und da richtig schön Ärger machen gleich. Ja, ich muss wahrscheinlich erstmal ein paar Leute knüppeln. Na. Ich weiß noch, wie krass unsere allererste Runde war. Und das alles. Oh Gott, wir sind bei 35 Minuten. Huch. Ich würde sagen, dann, nun. 10 Pugios. Ui, dann bin ich pleite. Aber wir können danach. Ja, das bringt noch nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.